seltener Moment von Entspannung und Freude in einem vom Krieg verwüsteten Syrien. Das ist Dr. Hussam, 37 Jahre alt, Chirurg und Leiter des Krankenhauses von Idlib. Bei Tag und bei Nacht fährt er quer durch die Stadt zum Krankenhaus, das im Norden des Landes liegt. Hier praktiziert er seit der Einnahme der Stadt durch die Opposition gegen Bashar al-Assad 2015. Doch am 30. August dieses Jahres gerät sein Leben aus den Fugen. Moment, Moment. Eins, zwei, drei. Gib mir ein Kissen von dort, nur ein kleines. Zieh ihn zu dir. Heben wir ihn hoch? Heb ihn hoch, heb ihn hoch. Gut, gut. Zieh, zieh. Entführt vor seinem eigenen Haus und zusammengeschlagen. Stunden später finden sie Dr. Hussam an einer verlassenen Straße. Seine Entführer haben ihn dort liegen gelassen, zum Sterben. Ein Rettungswagen bringt ihn in sein eigenes Krankenhaus. Hier kümmern sich die Kollegen. Im Syrien-Konflikt steht das Pflegepersonal an vorderster Front. Über 800 Ärzte und Krankenpfleger haben schon ihr Leben verloren, davon Dutzende unter der Folter. Sie gelten als die Feinde des Regimes. Es wirft ihnen vor, auch Terroristen zu behandeln. Aber auch die Dschihadisten, die in der Region Angst und Schrecken verbreiten, haben Ärzte im Visier. Zu retten gehört in Syrien zu den gefährlichsten Jobs der Welt. Das Krankenhaus von Idlib, finanziert von der syrischen Diaspora, ist auf Chirurgie spezialisiert. Jeden Monat behandeln sie hier nahezu 11.000 Menschen, gratis. Doch auch dieses Krankenhaus ist gefährdet. Schon zweimal wurde es zum Ziel syrischer Luftangriffe, wie diese Bilder von 2016 zeigen. Heute ist jedes zweite Krankenhaus im Land zerstört. Auch nach einigen Stunden in der Notaufnahme sind die Ärzte sich nicht sicher, ob sie das Augenlicht des Arztes retten können. Am nächsten Morgen, als seine Frau Nadine ihn besucht, hat sein Zustand sich glücklicherweise gebessert. Erblinden wird er nicht. Wie geht's den Kindern? Es geht ihnen gut. Hast du sie gesehen? Aboudir hat gefragt, was es Neues von dir gibt. Was hat er gesagt? Er hat mich gefragt, wann Papa wieder von seiner Reise zurückkommt. Zu ihrem Schutz hat Nadine ihnen nicht die Wahrheit über den Angriff auf ihren Vater gesagt. Sieh mal, man könnte meinen, er sagt zu den anderen, das ist mein Papa, bleib weg. Hallo. Papa? Wie geht's, mein Engel? Gut. Wie fühlst du dich? Alles in Ordnung. Wie ist es bei deiner Tante? Wann holt ihr mich ab? Morgen, mein Herz, hoffe ich. Nimmst du mich dann wieder mit nach Hause? Ja, sicher. Morgen hoffe ich lieber. Mama kommt gleich vorbei und ich komme morgen von der Reise zurück, okay? Als wir noch in Aleppo wohnten, wurden wir bombardiert wie nie zuvor. Hussam arbeitete im Asahur-Krankenhaus. Mehrere Male hörte ich die Nachbarn sagen, das Krankenhaus sei wieder bombardiert worden. Ständig war ich in Sorge, weil ich nicht wusste, ob er noch lebt oder ob ihm was passiert ist. Bis er abends wieder heimkam.
Mohammad und Larat gehören zum Pflegepersonal. Auch sie haben in Aleppo gelebt. Dort sind sie auch Dr. Hussam begegnet. Wie geht es, Doktor? Willkommen. Danke, es geht. Ich hoffe, Sie sind bald wieder gesund. Mit den Schultern geht es hoffentlich besser. Ich habe gehört, sie tun dir weh. Der Schmerz. Es ist hart. Naja, nach und nach erhole ich mich. Am Tag, als du überfallen wurdest, habe ich zu meiner Frau gesagt, Gott möge ihm helfen. Er wurde schon zweimal das Opfer von Gewalt. Das Mal davor war es eine Explosion, richtig? Ja, stimmt. Vor deinem Haus? Ja, genau. Und wurde jemand aus der Familie verletzt? Es fielen Bomben auf das Viertel gegenüber. Zweimal ist das schon passiert, nicht? Ja, eine Explosion und ein Luftangriff. Explosion und Luftangriff? Die Kinder wurden verletzt. Sie haben ihr Blut gesehen, aber ich habe schnell reagiert. Bevor er das Krankenhaus verlässt, muss Dr. Hussam noch einige Tests durchlaufen. Die Flure des Krankenhauses sind voll. Hunderte von Kranken warten auf ihre Behandlung. In der Region Idlib leben heute 3 Millionen Menschen. Über die Hälfte kam erst im Lauf der letzten Jahre hierher. Es gibt 4 Krankenhäuser, die in Betrieb sind. Trotzdem kann nicht jeder behandelt werden. Einige Tage später ist der Arzt wieder bei Kräften. Endlich kann er das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen, zu seinen Kindern. Schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind. Danke. Ich komme gleich noch mal vorbei, dem Team im oberen Stock Hallo sagen. Ich wollte nicht gehen, ohne dass ich euch mit eigenen Augen gesehen habe. Noch ein paar Tage, dann bin ich wieder gesund. Dann bin ich wieder da. Auf Wiedersehen, Doktor. Komm bald wieder auf die Beine. Auf Wiedersehen, geehrter Doktor. Danke, das ist sehr nett. Also, guten Tag noch alle zusammen. Passen Sie auf sich auf. Die syrische Armee liegt 50 Kilometer südlich von Idlib. In einigen Tagen, einigen Wochen, vielleicht einigen Monaten wird sie die Stadt einnehmen, die letzte Bastion der Opposition. Den Menschen in den Straßen merkt man nichts an, aber jeder hier weiß, dass die Situation jederzeit kippen kann. Die Bevölkerung kann nirgendwohin entkommen, die Region ist umzingelt und die Grenze im Norden zur Türkei bleibt geschlossen. Für Dr. Hussam und seine Frau ist die Stunde der Entscheidung gekommen. Los, sprengen wir ihn in die Luft. Boom. Was machst du da Gutes? Warte halt, bis ich fertig bin. Sagst du es mir, wenn du soweit bist? Bist du sicher, dass du in die Türkei willst? Natürlich bin ich sicher. Hältst du das für die beste Lösung? Nach meiner Meinung ist das die beste Lösung. Und all die Menschen? Wer? Die Verletzten. All die Menschen, die uns brauchen. Und das Krankenhaus. Die ganze Arbeit dort. Du hast doch so viel gearbeitet. 7 Jahre geht das jetzt schon so. Vom ersten Monat an hast du dich mit Leib und Seele der Revolution verschrieben. Ich erinnere mich noch, als du bei den Kundgebungen dabei warst, den Gefahren, denen du dich ausgesetzt hast. Und ich zu Hause hatte Angst, ich hörte die Schüsse. Egal, wie die Situation derzeit aussieht, versteh doch, dass wir kein sofortiges Ergebnis für in 1 oder 2 Monaten erreichen. Du sagst, ich hätte viel gearbeitet, hätte all diese Gefahren durchgemacht, die Bombenangriffe. Aber ich wurde schon verletzt und habe mehrmals gelitten und habe mich trotzdem nicht entmutigen lassen. Ich bin dafür, dass ihr euch an einem ruhigen Ort in der Türkei erholt. Von dort aus pendele ich dann regelmäßig hin und her. Mehr zur Grenze, von der Grenze zum Krankenhaus. Das ist die Lösung, damit ich nahe bei meiner Familie bleiben und meinen Beruf weiter ausüben kann. Und damit meine Kinder weiter lernen können. Das ist meine Meinung. Aber endgültig mit euch weggehen, das geht nicht.
Tags darauf, früh am Morgen, ohne jemanden Bescheid zu geben, fahren Dr. Hussam und seine Familie in Richtung Türkei. Die Grenze ist geschlossen, aber Mediziner werden noch immer durchgelassen. In Abwesenheit des Doktors geht der Betrieb im Krankenhaus von Idlib weiter. Wo ist die Entbindungsstation? Die Entbindungsstation ist im obersten Stockwerk. Sie gehen da rechts und nehmen dann die Treppe. Mohammed, der Krankenpfleger, weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Wo genau? Gehen Sie zurück. Da rechts, dann die Treppe rauf. Wir haben nicht mehr genug Ketamin. Gibt es dafür eine Lösung? Das Narkosemittel ist schwer zu kriegen. Wenn die Hilfsorganisation uns keins liefert, versuchen wir es von anderswo. Außerdem ist schon jemand in den Norden unterwegs und versucht, da was aufzutreiben. Ich habe gehört, ein Fläschchen kostet jetzt $6. Vor ein paar Tagen waren es noch 2. Ja, wir haben nicht genug Geld. Aber an der Grenze gibt es eine Hilfsorganisation. Okay, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. Ich habe Dr. Hussam gesagt, ich hoffe, er kommt schnell wieder. Wir brauchen noch 2 Kontrollmonitore für die OP-Säle. Die machen uns Probleme. Das hat er angesprochen. Ich hoffe, wir kriegen das in den kommenden Tagen in den Griff. Er hatte das vor dem Angriff erwähnt und mich vor 2 Tagen daran erinnert. Das hoffe ich. Die Monitore da sind nämlich defekt. Manchmal sind die Aufzeichnungen über die Herzdaten falsch. In Idlib ist nicht nur der Mangel an Medikamenten und Material ein Problem. Viel besorgniserregender ist der Mangel an Personal. Ständig macht Mohammed für freiwillige Helfer Training on the Job. Heute lernen die Krankenpflegeschülerinnen die richtigen Handgriffe an einem echten Patienten. Schalt den Apparat ein. Wird er warm? Ich hatte dir gesagt, wenn wir den Apparat am Patienten anschließen, dann kehren wir den Stromkreislauf um und schließen dieses Ventil. Okay. Dieses Beatmungsgerät ist sehr rudimentär und vor allem total veraltet. Da, siehst du? Das zeigt die Spannung an, okay? Das hier ist der Atemfluss. Bis jetzt dürfte dir das noch nicht allzu kompliziert sein. Aber diese Zeichen, die musst du dir unbedingt aufschreiben. A, I und so weiter. Das da zum Beispiel ist 530. Genau, sehr gut. Das ist die Frequenz. Ich habe dir gesagt, sie geht hoch, wenn der Patient kämpft. Dann ist die Spannung zu hoch. Und diese steigende Spannung wird hier angezeigt. Ich spüre, dass ich meine Seele wiederfinde. Das ist meine Arbeit, mein Beruf. Ich bin hier sehr glücklich. Hast du keine Angst vor Blut? Gott sei Dank nicht. Weder vor Blut noch sonst was. Ich habe nur ein kleines Problem mit dem Geruch von Desinfektionsmitteln. Wie viel wiegt er so? Zwischen 70 und 80 Kilo. Sagen wir mal 70. Wie berechnen wir das? 70 mal 4, dann erhalten wir die durchschnittliche Dosis, okay? Azad, sieh mich an. Sag mir, dass alles okay ist. Zunge raus. Zunge raus! Er wird schreien. Er wacht auf. Alles okay? Azad, alles okay? Azad? Wie fühlst du dich? Gut? Okay, in Ordnung. Sagt ihm, dass ich ihm wieder Morphium verabreicht habe. Mehr kriegt er nicht. Nach Ende der Lehrstunde geht Mohammed zum OP-Saal. Ein Patient muss an den Lendenwirbeln operiert werden. Das ist keine Kriegsverletzung, doch in den Köpfen ist der Krieg ständig präsent. Als das Regime die Vorstadt von Aleppo einnahm, setzte es auf psychologische Kriegsführung und begann, Krankenhäuser zu bombardieren. In Aleppo gab es 3, 4, die waren auf Chirurgie spezialisiert.
plus die Entbindungsstationen und die Kinderkrankenhäuser. Erst hat das Regime das Krankenhaus in Sakur bombardiert, ein wichtiges Krankenhaus an der Einfahrt nach Ost-Aleppo. Dann ein zweites, dann das, wo wir arbeiten. Am Ende blieb nur ein einziges für die ganze Stadt übrig. Und Schulen und Bäckereien hat es auch bombardiert. Genau. Und wenn sich seine psychologische Kriegsführung nicht bricht, intensiviert es seine Bombenangriffe. Vor einigen Tagen hat die Armee das Krankenhaus von Al-Latamina bombardiert und davor das von Haas. Ja, Haas auch. Das Pflegepersonal arbeitet Tag für Tag. Pausen gibt es kaum. Besonders, weil das Personal ständig mit Pannen zu kämpfen hat. Für die Stromversorgung des Krankenhauses ist ein veraltetes Aggregat zuständig, das oft ausfällt. Tagsüber ist der Wartesaal immer voll. In seinen seltenen Pausen und wenn es sich dann irgendwie einrichten lässt, schaut Mohammed seine Lieblingsserie Game of Thrones. Hallo Jungs. Hallo Mohammed. Habt ihr schon angefangen? Welche Episode ist das? Die dritte. Bis wohin haben wir gestern gesehen? Wir haben eine Stunde gewartet. Wo warst du? Ich musste meine Arbeit beenden. Wegen dir sind wir hinterher. Bis wohin haben wir gestern gesehen? Wir sind mit der zweiten Episode durch. Das da ist die dritte. Gestern hat sie ihn aufs Pferd gesetzt. Sie hat ihn herkommen lassen. Sein Vater hat ihn erniedrigt. Stimmt es, dass heute euer Viertel bombardiert wurde? Ich habe gehört, das hätte das Dorf getroffen. Ganz früh heute Morgen um 9 mit Streubomben. Wo sind die aufgeschlagen? Im Viertel neben der Schule. Ist deine Familie okay? Geht schon, die sind weg. Die meisten haben das Dorf verlassen, die haben Angst. Und wo ist deine Familie hin? Außerhalb des Dorfes, in die Felder. In die Felder? In der Schule waren fast 200 Schüler. Zwei Raketen sind im Schulhof eingeschlagen, als die Schüler in den Klassenräumen saßen. Ich bin müde, ich werde mal schlafen. Wenn ihr essen wollt, sagt mir Bescheid. Wenn du auf dem Markt willst, weck mich. Vielleicht komme ich mit, okay? Klar, gehen wir zusammen. Ich schwöre dir, ich bin todmüde. Ich lege mich nachmittags eigentlich nicht gerne hin. Aber gestern habe ich nur 5 Stunden geschlafen. Woche geht Mohammed nach Hause und genehmigt sich einige Stunden Ruhe mit seiner Frau Larat. Auch sie verbringt ihr Leben im Krankenhaus, im gleichen hektischen Rhythmus. Zu Hause versucht das Paar, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Doch der Krieg ist immer wieder Gesprächsthema. Es ist schön draußen. Heute Morgen, als ich aufgebrochen bin, war es wolkig. Die Sonne war noch nicht zu sehen. Geh aufs Land, zu deiner Familie, da ist es besser, sicherer. Ich habe Angst, dass ein Bombenangriff kommt. Du bist im 4. Monat schwanger, ich habe wirklich Angst um das Kind und auch um dich. Falls du bei einem Bombenangriff in der Nähe verletzt wirst, allein die Angst reicht, um zu... Ehrlich, nimm Urlaub vom Krankenhaus und ruh dich aus. Aber dann bist du noch hier. Was willst du denn hier? Die Angst ist dieselbe. Wenn du dort bist, habe ich dann vielleicht keine Angst? Wenn du Urlaub vom Krankenhaus nimmst, was ändert das dann, ob du hier bist oder dort? Doch, das ändert alles. Wo liegt der Unterschied? Bei Bombenangriffen und Massakern kann ich hier helfen. Aber dort nichts tun zu können und dann alles im Fernsehen zu sehen, das ertrage ich nicht. Keine Ahnung. Gott zeige uns einen Weg. Amen. Sorgen mache ich mir aber doch. Jeden
Freitag treffen sich die Bürger von Idlib zu einer Demonstration für ihr Recht auf Freiheit und Menschenwürde. Eine symbolische Kundgebung an die Adresse der Regierung. Noch hat der Krieg ihre Hoffnung auf eine demokratische Zukunft für Syrien nicht gebrochen. Mohammed lässt keine Kundgebung aus. Für ihn sind sie auch eine Gelegenheit, seine Alltagssorgen zu vergessen. Doch vorerst geht im Krankenhaus der Kampf um das Leben weiter. Larat versucht, eine Frühgeburt im sechsten Monat zu retten. Hier, das ist zum Desinfizieren. Nimm die Hand raus. Gib mir das Stethoskop. Adrenalin? Ich habe ihm gerade welches gegeben. Nimm das. Gibt es nicht mehr? Nicht mehr als das. Nein, das ist 1 Zentiliter. Trotz all ihrer Bemühungen wird das Baby ein paar Stunden später sterben. Drei Wochen nach seiner Abreise aus Syrien kehrt Dr. Hussam ins Krankenhaus zurück. Seine Frau und seine Kinder sind nun in Sicherheit. Er fühlt sich wieder stark genug, seiner Arbeit nachzugehen. Ich hoffe, das geht. Ist das hier im Krankenhaus passiert? Gott schütze dich. Gott gebe dir Gesundheit. Hallo alle zusammen. Ich grüße euch. Wie geht's? Was gibt's Neues? Viel Glück euch allen. Wie schön, dich wiederzusehen. Wie schön, dich wiederzusehen. Ich wusste nicht, dass du heute zurückkommst. Klar doch, Junge. Die Jungs lassen dich alle grüßen. Tausend Dank. Nein, wir sind hier. Unsere Seelen sind hier. Dieser Angriff war nur eine Kleinigkeit, eine einfache Herausforderung, die mir die Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Das treibt mich an, mit noch mehr Energie zu arbeiten. Heute bin ich noch immer motiviert. Ich hatte nie Zweifel, dass ich weiterhin praktizieren kann. Ich habe nie daran gedacht, meine Arbeit aufzugeben, wegzugehen und nicht wiederzukommen. Im Gegenteil. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich wieder zurück ins Krankenhaus kann, wie wir zusammenarbeiten würden, wie wir noch besser werden können, wie wir mit noch mehr Hoffnung weitermachen können. Ein Foto alle zusammen? Ja, machen wir ein Foto. Ja, sehr gerne. Bitte mach ein Foto von uns. Dr. Hussam muss sofort zurück in den OP. Heute sind wieder viele Patienten gekommen, wie immer. Zum Schutz vor Angriffen haben sie die Krankenhausfenster zugemauert. Ein eher symbolischer Schutz, denn jeder hier weiß, sollte es einmal soweit sein, werden sie unmöglich standhalten. Das Herz des Krankenhauses von Idlib schlägt schwach, aber noch immer regelmäßig. Trotz alledem.